Wir haben hier ein Projekt von Dave, Leute. Eingeweihter, dass Wayne Nils mit seinen Jungs uns verarschen möchte. Jetzt haben wir natürlich da mitgespielt und Folgendes dabei rausgekommen. Ich glaube, Dave wird jetzt im Verlauf des Videos nochmal aufklären, was hier abging. Absolut geisteskrank, Leute. Ich glaube, für die schauspielerische Leistung möchte ich einen Oscar und einen doppelten Blowjob auf der Verleihung haben. Definitiv. Boah, Digga, da bin ich so aufgegangen. In der Arschlochrolle bin ich richtig, richtig gut, Mann. Oh, der Ton ist aus. Der Ton ist aus. Der Ton ist aus. Na, Top-Streamer, Alter. Oh, shit. Wo zur Hölle fange ich da nur an? Eigentlich ist alles damit gestartet, dass... Dave, deine Stimme ist so anstrengend, du bist wirklich 20, ich sag's immer wieder, Leute, Dave ist so wahnsinnig, der macht 20 Projekte gleichzeitig, der kommt safe irgendwann in die Clubs, ich sag's, wie es ist. Dass ich plötzlich einen Anruf von Nils, also von Y Nils, der Nils, bekommen habe. Die Crew und ich fahren auf Tour und werden unter anderem in Köln sein. Ich hatte schon immer mal geplant, dass wir so ein Casting-Prank machen, irgendwie so in so einer Agentur. Bro, kann man das vielleicht noch ein bisschen lauter machen, Dave? Tour hops genommen wird, dass alles irgendwie gestellt und fake ist und sowas. Und man könnte es halt vielleicht eventuell mit so Kölner Creatern irgendwie à la Kelly, Sandy, Revi oder sowas machen. Das müssten wir dann halt gemeinsam organisieren, weil ich habe da irgendwie meine Finger. Also die Backstory ist, Y Nils wollte tatsächlich uns verarschen. Wollte so tun, als hätte er eine Zahnbürste mit einer Agentur, die uns irgendwas erzählen will, irgendwas verkaufen will, und Dave hat uns aber eingeweiht und wir sind halt voll mit eingesprungen und haben halt Y Nils quasi verarscht, die aber gar nicht gecheckt, dass er verarscht worden ist. Ich bin ja nicht genügend Köln im Spiel, aber wenn du da Bock so hast. Nachdem es für uns beide dann komplett safe war, dass wir irgendwas Geiles zusammen machen wollen, sind wir 2 Tage später wieder in einem Telefonat gelandet, in dem wir besprochen haben, was wir jetzt alles brauchen. Ja. Eine Fake-Agentur mit einem Fake-Namen und einer Domain, die noch frei ist. Fast Waves. Absoluter Müll. Absoluter Müll. Absolut beste Agentur für Online-Marketing, Social Media, so jung und frisch aus Berlin-Mitte. Ich kann die Club-Mate-Flaschen bis hierhin zischen hören. What the fuck? Dave, Alter, manchmal sind deine Puns so dermaßen cringy, dass ich mich wirklich umbringen will und mich einfach dafür schäme, dass ich dich Freund nenne. Auch immer. Der Name kommt aus einem Agency-Name-Generator. Ja, Freunde, dieses Video war wieder eine Menge Aufwand. Wir sind ja nicht drauf reingefallen, Cybermog. Lasst mir ein Like, wenn ihr mich unterstützen wollt. Natürlich musste ich, um das Ganze real wirken zu lassen, nicht nur eine Website bauen, sondern mir auch Cases ausdenken, um die Website zu füllen und so zu tun, als hätten wir schon geisteskranke Kampagnen auf die Beine gestellt. Mhm. Weekday, Aperol Spritz, Huawei und eine imaginäre Liquid-Firma obendrauf, und fertig ist unsere Agentur-Website. Sehr geil. Okay, Freunde, schön und gut, aber natürlich brauchen wir noch ein Produkt, mit dem wir natürlich die Leute dann im Endeffekt hops nehmen können. Mhm. Ein Produkt, das extrem scheiße ist, aber genau nicht so scheiße, dass die Leute nicht... Doch klar, hast doch gedacht, es ist ein echter Agentur. Cybermog. Also nochmal ganz kurz. Y Nils fragt Dave an. Kannst du uns eine Agentur faken, die Revi, Kelly und Sandra verarscht mit einem Fake-Produkt, dieser Zahnbürste? Dave geht zu uns, dieser Dave, der hier, geht zu uns und sagt uns, hey, ihr werdet auf ein Casting eingeladen, die möchten euch verarschen. Jetzt werden wir zurück verarschen. Sandy, Revi und Kelly spielen mit und verarschen die Fake-Agentur, die Dave mit Y Nils gegründet hat, um Dave Videos zu machen. Das ist 400 IQ Big Play, Digga. Cybermog, sollte dir das zu viel sein, kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du vielleicht an der Stelle einfach nochmal von vorne die komplette Grundschule wiederholst, wenn dich das gerade mental überfordert. Bereit werden, es für eine Menge Geld zu machen. Eine Zahnbürste könnte dabei eigentlich ganz gut funktionieren. Die würde ich jetzt gerne hochhalten, aber ich habe natürlich wieder schlecht geplant. Deswegen habe ich keine Schuld. Ich habe eine Zahnbürste in der Hand. Nein. Produkt kaufen, Produktbilder machen, Mails schreiben, mit den Managements auseinandersetzen und hoffen, dass irgendjemand von denen bereit ist, zu unserem Meeting zu kommen. Ja, Dave lässt das Video jetzt erstmal so aussehen, als wüssten wir nicht, was abgeht. Passt mal auf. Tatsächlich bekomme ich Antworten. Revi, Kelly und Sandra sagen für ein Agenturgespräch zu. Nils die reale Geschichte ist, Dave hat uns einfach unter der Hand gesagt, jo, was geht ab, und hat Y Nils quasi verarscht, ja. Organisiert parallel 3 Schauspieler und den Music Dome. Ja, den Music Dome, dieses riesige Gebäude. Ich schreibe die folgenden Tage dann weiter mit den Managements, bis dann endlich der Tag gekommen ist. Wir treffen uns mit all den Beteiligten und Schauspielern, um einmal alles durchzusprechen. Für jede Person haben wir eigene Triggerpunkte zusammengefasst und sie den Schauspielern mitgeteilt, damit genau diese angespielt werden können. Und dann warum löst das Ganze? Ach, Digga, komm, lost. Was plötzlich wirklich soweit. Kelly, Revi und Sandra sind bei der Location an. Genau, und das Big Play ist, Dave verarscht gerade quasi noch die Zuschauer, weil er es gerade am Anfang so aussehen lässt, als würden wir nicht gewusst haben, was passiert. Digga, ich krieg Kopfschmerzen davon, das ist mir zu viel, Alter. Bin ich hier, Digga,
Matrix sein Vater. Willkommen und alles lief nach Plan. Nils und die Schauspieler waren auf der Bühne platziert. Nils natürlich so, dass man ihn nicht sieht. Und die Crew und ich saßen im Backstage mit Live-Schaltung, sodass wir alles mitbekommen konnten, was auf der Bühne passiert. Jetzt lag alles in den Händen von den Schauspielern und es ging einfach nur noch darum, die geistkrank aufzunehmen. Die Nerven lagen blank und dann war es wirklich soweit und Revi kam auf die Bühne, ready, hops genommen zu werden, ohne dass er es natürlich weiß. Ich wusste, wie gesagt, was abgeht. Weißt du schon so grob, um was es geht? Oh mein Gott. Achtet jetzt mal bitte darauf. Erstmal, ich lasse meinen Mundschutz an, meine Sonnenbrille und sowas, ne? Mir wurde vorher eine Rolle zugeschrieben, dazu aber später mehr. Ich habe ein neues Produkt auf dem Markt und das soll so ein bisschen innovativer, authentischer alles bisher da gewesen sein. Wir bräuchten jetzt einfach mal so eine Probe an. Elif übrigens, Assistance aus unserem Büro, hat in dem Falle meine Managerin gespielt. Packing von mir. Wie das am Ende aussehen soll, ist ein bisschen Großstadtdschungel, was wir repräsentieren. Aber es ist einfach nur Zahnbürste, oder? Wir haben ein ganz neues Design und die funktioniert ein bisschen anders. Die ist deutlich schöner. Erzähl dir so eine Scheiße. Okay. Und was das zweite ist, du hast einen Hund, glaube ich? Mhm. Putzt dein Hund die Zähne? Ja. Super, dann kennst du auch damit aus. Halt. Ja. Ja, sehr gut. Es gibt nämlich auch eine Version für Tiere. Hast du ein Spirit Animal oder so? Ja. Irgendwie sowas, aber kannst hier irgendwie so ein bisschen in so ein... Das haben wir natürlich auch so einstudiert, ne? Elif sollte mir immer Sachen ins Ohr flüstern, damit ich tatsächlich nicht mit der Agentur direkt rede, weil ich bin ja ein abgehobener YouTuber-Wichser. Ja, keine Ahnung. Sollen wir anfangen? Also wäre es möglich, so die Sonnenbrille, dass wir ein bisschen Mimik haben? Sorry, das ist so meins. Ich check halt nicht, dass die nicht da schon verstanden haben, Alter. Als ob ich so abgehoben bin und da mit einer Sonnenbrille sitze. Holy shit. Wenn wir alle Abstand halten, kannst du die Maske vielleicht abziehen? Nee, finde ich auch nicht cool, wegen Corona halt so. Ja, okay. Ist okay, weil aber wir wissen halt ein bisschen Emotionen. Und Dave weiß halt schon die ganze Zeit, was abgeht. Aber Sonnenbrille und Maske geht alles nicht. Nee, sorry. Wir bräuchten jetzt einfach mal so ein Probe-Unpacking von mir. Er soll jetzt sich mit einem Tier assoziieren, oder? Genau, Spirit Animal. Das heißt, da gibt es ganz verschiedene. Du kannst ein Löwe sein, du kannst ein Bär sein, du kannst ein Hund sein. Ich will jetzt hier kein Hund spielen. Nee, das musst du nicht. Ach, das tut mir leid, das musst du wirklich nicht spielen. Aber so ein bisschen von der Emotion in diese Richtung gehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, nein. Reiß die Augen. Genau. Auch bewusst natürlich. Ja, kannst gerne auch einfach so reacten, wie du es so machen würdest. Ich würde es auch so aufmachen. Und jetzt soll ich so tun, als würde ich so die Story halten. Ich check das hier gerade alles nicht. So witzig, die lachen die ganze Zeit darüber, wissen aber gar nicht, dass wir die komplett verarschen. Das ist so funny. Ja, genau. So ein bisschen so ein Spirit-End. Wie ein Spirit-End. Ja. Also, oh! Wie könntest du es verkörpern, dass du das jetzt wiederleben kannst? Ja, ich sag halt, kauf das einfach. Raptoren, kauf das. Also ein sehr innovatives Produkt. Das ist halt eine Zahnbürste, ne? So krass ist das jetzt nicht. Was kostet die Zahnbürste? 200 Euro. 200 Euro. Welcher junge Mensch gibt 200 Euro für eine Zahnpasta aus? Das ist halt auch eine bessere Zahnpasta. Also so krass ist die jetzt nicht. Natürlich ist die nicht krass. Es geht ja darum, dass die ja stoppt, wenn du zu fest bist. Ja. Ja, genau. Mach die nicht. Ja, genau, mach die nicht, sag ich ja. Habt ihr denn schon irgendwie ein Budget oder sowas? Nur Instagram oder YouTube, also nur soziale Medien, grundlegend reden wir von 30.000 Euro. Viele Posts? Wahrscheinlich 10 Stück. Ist ja ein Scheißpreis. Du bist so ganz ruhig, alles okay. Wir entscheiden das ja gar nicht. Wir schicken das ja weiter, ne? Ich glaube, das passt nicht. Das passt so nicht. Nee. Ja, wir reden nochmal, dann kommen wir nochmal wieder, ja? Ja, okay. Was soll ich hier machen? Das ist so geil, Leute. Ich wusste halt, ich habe die GoPro sogar gesehen, dass hier eine GoPro ist und ich habe mich so geil im Backstage aufgeregt. Checkt jetzt mal bitte, Alter. Checkt jetzt mal bitte, wie ich die auseinandernehme. Wie ekelhaft, was ich da sage. Digga, ich schäme mich wirklich selbst dann, bah. Ich auf der Bühne, Giraffe machen oder was? Wir haben nicht mal das Originalprodukt da, ich schwör's dir. Mann, warum steht der in einem Theater am Nacken? Wo ist das so? Dann zieh dir ein Tigerkostüm an, du Hund. Warum kriegen solche Leute eine Agentur aufgezogen, dann einen Auftrag von jemandem? Alter, ich mache auf einen Post eine Impression, dass er sein ganzes Leben an Geld verdient, der Hund. Ich mache mit einem Post mehr Impressionen, als der in seinem ganzen Leben an Geld verdient, der Hund. Ja. Normalerweise hätten Kamera mitnehmen müssen und das direkt mal auf die Pfanne schon umladen sollen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, aber... Wo ist das zu mir? Wo ist das Spirit-Ende? Du hast es rausgesucht! Ich dachte, es lohnt sich! Ich weiß ja nicht, dass ihr so schwach sind. Also, habt ihr hier Snacks? War safe real von mir. Auf jeden. Digga, Leute checken im Chat immer noch nicht, was hier los ist. Ich box gleich meinen Bildschirm ab. Zeig mal.
Flankodon heißt das, genau. Genau. Wir brauchen jetzt einfach nur von dir mal ein bisschen, wie du es auspackst, aber unter der Prämisse, es geht um Großstadtdschungel. So ein bisschen Großstadtdschungel? Genau, weil es What the fuck? Hast du ein Spirit Animal? Nein. Ich bin mein eigenes Spirit Animal. Doch, schon super. Aber ich bin kein Tier. Ein bisschen wild aus. Nee? Könntest du es witzig in einen anderen Kontext bringen? Ist abgesperrt. Ah, Moment, ich muss kurz meinen Hund umbringen. Der Hund ist nun tot. Ja. Ja, labert mal kein Scheiß, Alter. Ich bin doch nicht des Wahnsinns. Meine Frage, warum machen wir das eigentlich hier? Weil warum wir noch ganz viele verschiedene Castings hier haben, was kleineres. Sagt die KD, by the way, Tim Sebastian, dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem tragt ihr keine Maske, ne? Ach, halt in Abstand. Ja. Also rollst du mir dieses Ding gleich hier rüber? Ja, aber Zähne, was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, ne. Und das als solch ein Tier jetzt nachahmen. Und ich habe in allen Sachen gesagt, ich hasse Zahnbürsten, ich benutze eine für 50 Cent. Das. Aber Dann nimm sie, schmeiß sie an die Wand und sag, dass du Zahnbürsten hast. Ja, aber das ist doch dein Schlecht. Also, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ihr seid echt verrückt. Ich muss mal kurz chillen, ne? Ja? So. Ja, egal, in welcher Form auch immer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ganz ehrlich, also nur kein Front oder so, aber hätte eine E-Mail nicht gereicht? So? Nee, wir müssen Videos direkt von dir an. Oh, Digga, so unangenehm. So unangenehm. Ihr seid so auf so einem Level, so, wollen die Influencer selbst kennenlernen. Uns interessieren gar nicht nur die Views. Genau. Ne? Also wenn ihr jetzt von mir erwartet, dass ich eine Zahnbürste im Mund steck oder so. Ja, nee. Das ist das Ding. Wir alle haben gespielt. Kelly ist aber wirklich so. Kelly ist wirklich genau so. Kennst du Oder B? Ja. Oder B, sagt ihr, also ich lebe nicht hinterm Mond. Ja, finde ich nicht. Der authentisch für die junge Generation sein, weil es eine recht teure Zahnbürste ist. Also es ist basically eine Zahnbürste. Elektrische Zahnbürste. Elektrische Zahnbürste. Die ein paar mehr Guck mal, mittlerweile, ich glaube, sie hat's verstanden. Die checkt auch so, holy shit, als ob die so drauf sind, diese YouTuber, als ob. Das ist, ja. Okay. Pro-Player, Digga, du hast das Video von Dave auch nicht gesehen, oder? Du hast es auch nicht gesehen. Ach, Digga, ihr seid alle so geistig behindert. Manchmal will ich wirklich einfach... Ach, Junge. Bitten, dass du die mal auspackst. Einfach mal. Ich schau das Video erstmal zu Ende, Bro. Ein bisschen laufen lässt. Und dafür habt ihr ein Theater gemietet. Genau, kann man also, sich noch irgendwas wissen? Nee, auspacken. Sexy finden wir gut. Ihr findet, das ist sexy. Oh mein Gott. Ich würde voll gerne wissen, wo hast du denn den Rock her? Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist echt schön. Oma selber Aufträge gemacht? Wahrscheinlich schon, oder? Relativ viele. Ich bin hier hingekommen mit einer Erwartung, dass es irgendwas Special ist. Und dann kommt ihr mir mit einer Zahnbürste hier an. Dann fragt ihr mich auch noch, ob ich ein Placement schon mal in meinem Leben gemacht habe. Ich mache das 10 Jahre das lang. Halt, das ist nicht ganz so schwierig, was wir von dir fordern. Es ist einfach, der Kunde will, dass ihr alles persönlich nee, genau abmacht, deswegen. Wir aber wir, da, wieso oh, was wie unangenehm. Du hast ein bisschen strengen Ton drauf. Du redest nicht über Schüler von mir. Ja, genau. Habt ihr Bock vielleicht einfach zusammen, so Mann-Frau-Ding, einfach so ein bisschen auf sexy? Ja, schön auf sexy. Ein geiles Ding, geil. Die Zahnbürste mal zuwerfen oder so? Ich komm hierher. Die sagen zu mir, ja, ich bin irgendwie zu sexy angezogen. Hey, ich habe gesagt, sieht super schön aus. Sollte ein Kompliment sein. Ja. Guck mal, und dann kommt ihr mit so peinlichen Preisen daher. Jedes Mal ist es so, jedes Mal. YouTuber, ja, ihr fahrt ja nach Hause, ihr macht irgendwie ein Video eine Stunde lang. Das ist immer das Gleiche. Warte mal, Freunde, habt ihr wirklich geglaubt, dass das jetzt das komplette Video ist und dass ich einen Teil meiner allerbesten Freunde so krass hops nehme? Natürlich. Genau das ist der Punkt. Wir wurden vorher eingeweiht. Lief das Ganze nicht so, wie ich es euch in den letzten Minuten vorgegaukelt habe, sondern es gab einen entscheidenden Unterschied. Aber dafür zurück zum Anfang. Nachdem Nils mich angerufen hat und mir von der Idee erzählt hat, habe ich mir 2 Tage lang den Kopf zerbrochen, wie ich das wohl hinbekommen könnte, einen Teil der größten YouTuber Deutschlands so krass zu verarschen. Revi und Kelly sind so lange auf YouTube unterwegs und ihre Managements auch, dass ihnen das sofort aufgefallen wäre, wenn es eine Fake-Agentur gewesen wäre, eine Fake-Kampagne oder ein Fake-Produkt. Und dann kam mir nach ein paar Tagen der Geistesblitz. Ich gaukel Nils einfach weiter vor, dass alles nach Plan läuft, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit plane, ihn komplett hops zu nehmen. Dafür habe ich mich als erstes mit Kelly, Sandra und Revi getroffen, um ihnen von der Idee zu erzählen. When Nils und seine komplette Crew werden in den nächsten Tagen nach Köln kommen und er hat mich angerufen mit der Bitte, dass wir dich, Kelly und Sandra hops nehmen. Mhm. Wie du merkst, könnte das schwierig werden, wenn ich dir davon erzähle. Richtig. Deswegen habe ich gedacht, ich drehe den Spieß einfach um und wir nehmen Nils hops. Weiß auch nicht, so ein Ding. Ich davon, weil ich habe hier hin.
drei Leute sitzen, die solche Mails bearbeiten. Also das wäre ja eh aufgefallen wahrscheinlich. Ich glaube, er hat Rechnungen ohne Leute gemacht, die seit Jahren Erfahrung damit haben und schon des Öfteren Probleme damit hatten oder Erfahrung damit haben. Nils wollte euch ein Fake-Placement unterschlagen. Ihr kommt zu einem Agenturgespräch und dann... Ah, klappt ja nicht, Alter. Wir sind ja nicht dumm. Ich weiß, dass ihr eingeweiht seid, ihr zum Agenturgespräch kommt und wilde Sachen lost. Von denen er nichts weiß. Sandra wird komplett betrunken zum Agenturgespräch kommen. Das ist aber noch... Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Nein, also... Sandra ist immer betrunken. So, Sandra hat gesagt, ich würde mitmachen, wenn ich dabei betrunken sein darf. Sandra ist ständig betrunken. Genau. Ja. Dann kommst du hin und spielst einen kompletten Snow. Mhm. Und nach dir kommt Kelly mit dem großen Finale und rastet komplett auf. Und das war's. Darf ich so tun, als würde ich koksen? Ja. Perfekt. Ich wollte eigentlich wirklich so tun, als würde ich koksen, aber habe ich leider nicht. Darauf achten, dass es nicht direkt auffällt. Bei Sandra wird es überhaupt nicht auffallen, weil das ist ihr Normalzustand. Mhm. Bei dir geht man auch davon aus, dass du ein absolut übertriebener Snob bist. Und komplett auch gut bin. Genau. Mhm. Ja. Nicht komplett übertreiben, aber du darfst dir, ich lass dir komplett freien Lauf. Was denkst du, weißt du schon, was? Ja, es geht um eine Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Eine Ultraschallzahnbürste. Ach, Digga, das ist ja eine tolle Idee. Haben mir andere Firmen ganz große Erfolge mitgefeiert. Und so wird das ablaufen. Da hat Dave was rausgeschnitten. Und dann am Ende lösen wir das Ganze auf und Juan Nils denkt. Geiles Video, bin komplett gefickt worden. Genau. Perfekt, bin ich rein. Perfekt. Morgen? Sehr gut, morgen 14 Uhr. Wo? Music Dorf. Music Dome? Music Dome? Das ist das Erste. Soll ich meine Managerin mitnehmen? Das wäre ein absoluter Traum. Sehr gut. Ja, ich bin down. Und jetzt musst du loslassen. Nachdem das dann alles fest war, ging es nur noch darum, Nils beim Ball zu halten und ihm... Dr. Smile, ja, genau. Ihm glauben zu lassen, dass wirklich alles nach Plan läuft. Beim Ball zu halten oder am Ball zu halten? Im Ball. Naja, und im Endeffekt hat wirklich alles geisteskrank gut funktioniert. Die Jungs und Mädels, die mit mir im Backstage saßen, waren wirklich komplett... Cybermorg, perfekt, dass du es jetzt nach 12 Minuten des Videos auch gecheckt hast, Bro. Ich denke mal, Merkel wird später bei dir vorbeikommen, dir eine Verdienstmedaille dafür geben. Am Ende alle am Schwitzen, die Nerven lagen auf Grundeis, als Revi, Kelly und Sandra da so... Bro, jedes Sprichwort einfach falsch, die Nerven lagen auf Grundeis. Das gibt's nicht mal, das Sprichwort, du Spast. ...mega ausgerastet sind. Ich stand noch unten vor, Revi telefoniert mit irgendwie. Ich hab's gerade aufgenommen. Das ist so schlimm. Zu schlimm. Nils war ja auf der Bühne versteckt und anscheinend war es so schlimm, dass er bei Sandra das Ding abgebrochen hat, bevor wir es richtig aufgelöst haben. Sandra, aber wir wollen dich. Junge, halt's Maul, Alter, fick euch! Sandra hat wieder in dem Moment komplett vergessen, dass du verarscht worden ist. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier auf jeden Fall den Schwanz in der Hand hatten und wussten, was abgeht.